Hallo Leute, hier ist euer Felicado und wir sind wieder bei Altis Live. Heute werde ich und Gorgoli beim Kupferhändler jemanden überfallen. Wir warten dort auf das Opfer und mal schauen, ob es klappt oder nicht und was genau da passiert. Das werdet ihr in dieser heutigen Folge sehen. Und wenn ihr auch die nächste Folge anschaut, da wird es noch spannender, denn da ist der zweite Überfall und der wird richtig gut. Ja, wünsche euch viel Spaß. Kannst du uns hier rauslassen? Dann lasse ich euch hier raus. Also gegenüber voneinander positionieren, dass falls er abhaut, die Reifen zerschießen können. Gut, ich mache das Licht aus und positioniere mich auf der anderen Seite. Beobachte das ganze Geschehen. Ich gucke, dass mich keiner Denk anderes dran, sieht. die Waffe STRG, Doppel STRG machen. Was Okay. STRG? Erstmal Doppel STRG. Oh, dann machst du es dann. Wenn du so bist, machst du so, dann bist du. Was? Guck, wenn du so hast, dass du das im Moment so. Ach so, ja, ich weiß noch. War jetzt ohne Licht hier hinten rum. Aber das ist so War wichtig. wieder ein paar Zäune um, kein Ding. Ein Ding. Und ich positioniere mich, weil ich will das mitkriegen. Wo parke ich meinen Ifrit? Ich muss natürlich schnell genug aber bei euch sein. Also beide Geländewagen sind noch nicht Den losgefahren, Händler ne? habe ich. Magi, du musst geht auf die gegenüber Seite. Und du schießt dann einfach, wenn dein Vater gesagt hat, Überfall, Überfall, und der gibt Gas rückwärts oder so. Du, Fidi, du musst halt warten, bis er verkauft hat, bis er wieder losfährt. Oder bis er ins Auto steigt. Oder wenn er aus dem Auto verkauft, dann tust du die Zeit einfach ein bisschen abmessen. Und Und wenn er losfährt und du hast schon Überfall geschrien, dann kommt eben Gorgoli raus und du kannst die Reifen dann zerschießen. Guck, dass du nicht sieht ihn er mich hier erschießt. eigentlich im Busch? Keine Ahnung. Gute ist, Dings hat mir, hat mir auch das Ding mit dem Visier gegeben, das heißt es. Ah, Visier habe ich Noch halt, besser. siehste. Egal. Okay. Kannst du mit, auf dem Numpad, ne? Mit 0. Ja. Beobachte, also ich sehe euch Also jetzt es sind nicht, aber drei ich kann sie schon. Geländewagen jetzt bei Sag der mir einfach. Bearbeitung, ist noch keiner Ja, losgefahren. Sag mir einfach weiß es. Bescheid, wenn einer kommt. Da fallen wir jetzt alle drei oder nur ein? Ich hoffe nur einen. Mai, wo Der bist Schnade du kommt eigentlich? noch welche, die verarbeiten. Also, sie kommen genau zur Verarbeitung. Achtung, die fahren gleich bei euch durch. Sind zwei Stück. Die kommen jetzt bei euch durch. Ist, glaube ich, ein Pickup. Und größerer ist, glaube ich, ein Hammett. Oder ihr wartet halt, bis der große Rote, wo uns vorhin entgegengekommen ist, bis der kommt. Dann lohnt sich's halt. Aber. Großer Roter? Den habe ich Ja, hier der noch gar dürfte nicht noch hinkommen. gesehen. Lol. Der dürfte noch hinkommen, normalerweise. Mann, ist das wieder neblig hier oben. Genau auf 1000, naja, fast. Heißt, ich habe kein Fernglas, ne? Jetzt bin ich auf Ich 1000. würde gern beobachten da unten. Wird schon hell, ja? Habe ich gar nicht bemerkt. Ich habe die ganze Zeit noch Nachtsicht an hier. Das ist so schrecklich. Schon Wo bist du eigentlich? Ah, da drüben. hier ist eine Sehe Container. dich. Ach, da kommt der Große. Der Rote. Genau, ob man halt auf den wartet oder ob man wirklich die kleinen macht, ist halt echt die Frage. Uff, ja. Huch, bei mir ist es dunkel geworden. Ja, das ist ein, also das ist ein Ganz kurz. Aber der ist noch nicht mal bei der Verarbeitung. Der Die Rote? Frage, was ihr machen wollt, wollt ihr was, was sich richtig lohnt zu 100.000? Weil der kleine Pickup hat nur 30. Ach was, wir probieren es einfach erstmal. Okay. Das heißt, ich nehme die nicht mit. Ich lenke die Bullen ab, wenn sie kommen, ne? Ihr müsst dann mit dem Kev, der muss dann landen und euch mitnehmen. Ja, Wenn ihr wegkommt. hoch, hinter mir hoch oder? Ja, Kev, du kannst ja ja versuchen, aber im wenn du. Moment, ich brauche ja immer eine Zeit, bis ich landen Ja. kann. Wenn er über. Kannst du die nicht da eher einladen und dann irgendwo hinter die Berge fahren? Dann nehm ich die mit und dann bist du da auch fein aus dem Schneider, weißt du, wie beim Nee, letzten ich will die Mal. Bullen ja ablenken und nicht anlocken. Ich will zur Ablenkung die Bullen wagen, ich will wirklich vor die Bullen fahren, dass die mich verfolgen und denken, dass ich den Kupferhändler überfallen habe. Ja gut, okay. Also Weißt du, wie müssen ich wir meine? probieren. Ich muss denn Deswegen. versuchen, wirklich schnell zu landen, ne? Ja, wenn die schon den Überfall machen, machst du schon Landeanflug, ne? Ja Und wenn gut, der aber Überfall dann. fertig ist, Leute, ich muss unbedingt einen Healpack kaufen. Ich habe nämlich noch 69 Leben. Also ein Geländewagen ist übrigens losgefahren. Also überfallen wir den oder den Roten Ja, nur nee, den jetzt? überfallen wir sobald ich rein. Ich habe auch nur Der noch kommt von 90 links, Leben, oder? warum auch immer. Durch die Unfälle Ja. von wahrscheinlich. Ja, genau, durch die Unfälle. Was Also macht der der Z Unfälle?
Der Zamek ist gerade auf dem Weg zur Verarbeitung. Der hat noch nicht mal angefangen. Das dauert ein bisschen. Ich werde dann die Bullen nämlich ablenken. Wenn der Überfall stattfindet, fahre ich auch schon los. Dann können die mich gerne kontrollieren. Ich habe ja nichts bei mir, ne? Wollt ihr jetzt den ersten Geländewagen überfallen? Ja, damit es halt. Der zweite ist nämlich jetzt auch losgefahren. Na toll. Ja, die fahren zusammen. Nee, die fahren nicht zusammen. Die fahren einzeln. Der erste ist schon um einiges weiter vorne. Ja, okay, dann müsste der Überfall schnell sein. Wackelt nicht rum lange, also gibt ihm nicht ewig Zeit. Ja. Ist ganz wichtig. Aber ja, also ihr habt ein bisschen Puffer, der ist gerade erst losgefahren, das ist schon. Kriegt mal so langsam in eure Richtung. Ich pack mein Auto hier noch ein bisschen um, damit die es ja nicht von irgendeiner Seite sehen. Ich hab mich hier ewig geil versteckt. Ich hab einen Baum über mir, neben mir ein Haus, neben mir eine Mauer. Kann die beobachten, die zwei? Ne, kann ich nicht. Die andersrum hinstellen. Kommt der eigentlich von rechts oder von links? Ich glaub von rechts. Nicht von Kavala aus, sondern von der anderen Richtung. Genau, okay. Ja. Das sind 5 Polizisten online. Die werden noch ziemlich schnell da sein, deswegen muss Kev schnell reagieren und landen und euch gleich einsammeln. Ja. Am besten macht ihr euch schon einen Punkt aus. Hinterm Händler irgendwo auf so einer freien Fläche. Hier hinten hinter die, hier so eine Halle hinter dem Händler. Da kann er landen. Hier ist viel Platz. Ist zu nah dran. Ich lande da einfach jetzt schon mal. Ja? Nein, dann sehen die es ja. Ja, eben. Ja, was sehen die denn? Die sehen nur, dass ein Heli landen. Ja, dann kommen die aber nicht hin. Das ist doch scheiße. Ja, aber ich bin jetzt auf meiner Höhe sehen die mich noch nicht. Aber ich brauche auch erstmal in der Höhe eine Zeit, bis ich lande. Weißt du? Bis ich wirklich unten bin. Ja. Ich bin echt gespannt, wie es läuft. Ja. 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 Ah, nächster Rekord, Anorak. Überlege, Anorak ist wieder der Rekord. Ja, und 6 jetzt? Kannst sogar noch denken, ja. Ja, es muss ja auch ein bisschen Spannung sein. Also wir haben ja so viele Überfälle schon ins Sand gesetzt. Ist ja auch nicht schlimm, wenn ihr euch erwischt, weil ich hab keine Chance, ihr kriegt keine Megastrafen. Ihr habt ihr kriegt die Waffenlizenz weg und die Waffe weggenommen. Nee, die Waffenlizenz kriegt ihr gar nicht weg. Weil der ist hier schon keine Chance. Wenn ihr den nicht schießt, dann verliert ihr auch nicht die Waffenlizenz. Eben. Für was für Schlussgeld ausgeben, weißt du? Das ist ja wirklich so. Wirklich wahr. Weißt du, muss ja irgendwie was machen. Muss nicht nur Überfälle machen, aber immer mal wieder. Ihr müsst es jetzt mal ein bisschen üben. Kommt da eigentlich jetzt jemand noch? Gleich, ja. Feed die Direct Communication einstellen, vielleicht. Habe ich schon. Sehr gut. Am besten dann, wenn er da ist, auf Dauer senden, nichts mehr sagen und rausrennen, damit du Überfall schreist, damit er stehen bleibt. Wenn nicht, du kannst ja auch auf die Reifen schießen und wenn du merkst, okay, es bringt nichts, dann schießt du auf den Fahrer. Scheiß drauf. Mhm. Sonst kommt er, dann hat sich das gar nicht gelohnt. Das ist halt das Problem. Naja, wenn der Reifen kaputt ist, dann kann er nicht mehr fahren. Ja, hab ich selbst gefahren. Ja, eben, also wenn der Reifen kaputt ist, wenn ihr den halt trifft, die sind gleich kaputt von so einem Ding. Aber müsste es eigentlich gleich kommen, oder Kev? Ja, da fragst du mich was. Schon gelandet? Müsste gleich kommen, ja, der ist auf dem Weg. Schon gelandet? Nee, ich bin noch nicht gelandet, ich bin noch auf 1000 Meter Höhe. Ich war eben auf 1100 Meter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er wegfahren wird. Also. Ich bin direkt über euch, also. Manchmal geht's auch. Also, Kev, du kannst schon mal landen langsam. Nee, ich seh ihn nicht, aber ich seh den Kreis. Achso, ich hab meinen Truck. Könnt ihr mich denn hören? Auch nicht, ne? Nee. Alles chill. Alles easy. Also er kommt jetzt auf euch zu, warte mal, er ist wirklich nicht mehr weit. Ich sehe das ja nur auf dem Radar. Der Kev, mach mal langsam den Landeanflug. Einfach langsam den Landeanflug angehen. Wo seid ihr denn? Ach da. Ich hab... Bist du so markiert? Ja, schon dich. Ja. Ich guck mal, ob ich den sehe. Ah ja, er kommt. Also ich auf Einzelschuss, Dreierschuss oder... Ja, so die dritte Reihe. Wir müssen erwarten. Da kommt gleich sehen. Nicht gleich schießen, er ist Überfallschreien. Ja. Nee. Mach schön, Kev. Der Kev machen dann, ja. Nee, Moment, ich hab doch gar nicht geschossen. Das war der Flazer. Ja, Flazer hat ganz erst geschossen. Wie sieht's aus? Verkäuft er schon was? Steigt er aus? Das musst du sehen, das kann. Ich wollte gerade sagen.
Der Maggi fragt. Der war schon da? Ach, der ist schon da. Ja, sobald ihr Ansätze macht, losgefahren, muss ich rausrennen, Überfall schreien. Ups, ich hab eine Mauer kaputt gemacht. Ich bin jetzt genau hinter dem Ding, das heißt, wenn dann losfahren, kann ich nicht perfekt. Beweg dich schon mal hin. Ich bin schon da an der Mauer. Bin schon gleich. Achso, okay. Der fährt. Stehen bleiben, okay. Überfall. Stehen bleiben. Oh, jetzt muss ich mich zu. Maggi, schießen. Ein Rad ist kaputt. Okay, beide sind kaputt, beide sind sag kaputt. Sag es raus. Rauskommen, das ist Überfall. Und aufgeben. Shift G. Ja. Rauskommen oder schieße. Ich schnall ab. Wenn er jetzt rauskommt. So, zähl runter von 15. Nein, nicht sofort ab. Er soll Shift G machen. Einfach Shift G soll er drücken. Shift G drücken und ergeben. Der macht nix. Was machen wir? Ja, erschießen. Erschießen. Und aufsammeln mit 5 oder Reparaturding. Er ist tot. Gut. Mit 5 aufheben, das Geld. Spitzhacke. Hat kein Geld gehabt, offenbar. Doch. Ach, da drüben. Ja, Dick da. Ja, ich hab's. Weiter, 45 Stauden. Ja, komm. In den Heli, ab mit euch. Oh, auf der Flucht Fortress mit seinen Nachrichten. Nerv mich mal. Nice. Okay. Oh, weg. Nein. Wir können weg. Weg. Schnell. So. Ja, fliegt. Ich bin da, ich fahr hier ein bisschen rum. Sehr schön, nice. Ja, geile Nummer. Geile Nummer, ja, was muss ich sagen. Ich fahr herzlich hier willkommen, meine Damen und Herren, beim Flug 83 zum Selector Shop. Wie viel Geld hat denn der gehabt? 45.000. Ah, okay. Das ist ordentlich. Ja. Jetzt können die Bullen kommen. Ja, jetzt können sie kommen, das ist mir jetzt nicht. Mich hat kein einziger gesehen, gegen mich geht's gar nichts. Ich bin nur das Taxi, das weiß keiner. Und ich bin gesucht, toll. Ja, die Bullen kommen nämlich schon, da fliegt der Heli. Der fliegt jetzt gerade zum Shop. Der Heli, warte mal, ich muss ihn kurz markieren. Ah, wir sind weg, der kann fliegen, wie er will. Ich kann ihn nicht markieren. Der hat wahrscheinlich, wo der sich rausbringt, hat wahrscheinlich eine Handy angeschrieben. Ja, ich glaube auch. Ach je. Yeah. Gut. Sag ich bin jetzt im Urlaub, ich hab mir hier Häuser angeguckt. Ich hab schon Angst, damit sie mich anhalten. Aber komisch, kein anderer kommt hier zum Kupfer. Das heißt schon, Leute, schaut euch mal diese. Ja, Leute, das war der Überfall. Der erste von Filicado und Gorgoli. In der nächsten Folge werden wir unseren zweiten Überfall machen. Der wird viel, viel spektakulärer. Ich hoffe, ihr schaut rein. Wenn es euch gefällt, vergesst nicht zu liken und wünsche euch viel Spaß auf YouTube. Bis dahin wünsche ich euch Spaß. Macht's gut, euer Filicado. Bye, bye.